Wenn ich jedes Mal 1000 Fotos mache, habe ich schon, aber es ist immer wieder toll und immer wieder neues Licht hier. Man ist ja mittendrin in dieser Welt. Man sieht die Matrosen bei der Arbeit. Man sieht, wie sie aufentern müssen. Es ist unglaublich. Unterwegs mit der neuen Sea Cloud Spirit auf Nord- und Ostsee. An Bord 100 Passagiere und 85 Besatzungsmitglieder aus aller Welt. Die Saeli Zapata kommt von Teneriffa. I like the sea, no? And I like the sails. So ich mag das Meer und die Segel. Das Überqueren der Meere untersegeln ist deshalb eine faszinierende Kombination. Schon als Kind war ich oft mit meinem Vater segeln. Das Meer ist Teil meines Lebens. Auf dem Weg nach Kopenhagen klettert Desaeli auf den Großmast, fast 60 Meter hoch. It's exciting, no? Because you start to climbing and you can see how everything is getting smaller. Es ist aufregend. Man klettert und alles wird immer kleiner. Manchmal bin ich schon ein wenig ängstlich, aber ich bin ja die ganze Zeit gesichert. Den Passagieren etwas bieten, so oft und so lange wie möglich segeln. Das sollen Desaeli und die anderen ermöglichen. These lines, then the sail is like folding down. It's falling and it's being unsecured, ready to be set later on from the deck itself. Sie können sehen, jetzt fallen die Gaskets, die Leinen, die das Segel halten, herunter oder hängen an dem gelösten Segel, sodass mit dem Segel jetzt gearbeitet werden kann. Sind Akrobaten, aber das erklärt mir auch, warum man da am Schiff so ein Gefühl von Getragenheit hat. Weil das ist eine Verbindung von Luft und Wasser und den Elementen einfach. Und das, glaube ich, das macht's aus. Wenn sie oben in den Rahen fertig sind, kommen sie in den Wanten wieder runter. Langsam, vorsichtig und immer mit Sicherheitsgeschirr und Auffanggerät. Jedes der 28 Segel wird mit je 6 verschiedenen Leinen getrimmt. Alle haben eigene Namen und ihren eigenen Platz. Deckhand Sirjan kommt aus Serbien. Ich habe fast 1,5 Monate gebraucht, um das mit den Leinen zu lernen. Allein auf meiner Seite hier gibt es etwa 40 verschiedene, die alle richtig festgesetzt werden müssen. So, with this wind now, with the southwesterly wind of around 8 knots, we are expecting to go around 3 to 4 knots under full sail. 4 Knoten, Schritttempo. Der Kieler Uwe Schneidewind plant seit mehr als 20 Jahren die Reisen für die Hamburger Reederei. Wir können so die langstieligen Gläser eindecken. Das ist dann immer ein bisschen besser für die Kombüse, für den Hotelbereich. Aber kommt Zeit, kommt Wind. In der Ostsee hat man keine Atlantikdünung, keine Stürme, sondern es ist ein ruhiges vor sich hinsegeln, sodass auch wir etwas Älteren bequem und sicher hier an Bord uns bewegen können. Wir wollen nicht dem Teufel ein Ohr absegeln, sondern wir wollen einfach ein Segelerlebnis haben. Kreuzfahrtdirektorin Devi Möller aus Kiel baut letzte Änderungen ins Landprogramm für Kopenhagen ein. Morgen gehe ich abends mit auf das Konzert, weil wir 3 Busse begleiten müssen. Am Tag bleibe ich hier, da habe ich natürlich hier irgendwie Dinge zu tun, wie immer. Was ja auch noch dazu kommt, am Computer ist auch eine Menge zu tun. Ganzer Verkehr mit Agenten,
mit Guides, Busse. Vor der dänischen Insel Møn, Captain's Welcome Cocktail. Dresscode, elegant. My name is Vukota Stojanović from Montenegro and I'm the captain. Tagesbilanz, 45 Seemeilen unter Segeln, etwa 83 Kilometer. And it was in right direction, which is quite good. Fair winds, following seas, and wonderful sailing. Cheers. Unter der Öresundbrücke kommt der Dreimaster nicht durch. Der Großmast ist zu hoch. Der nächste Morgen, 8 Uhr. Einlaufen in Kopenhagen. Zwei Decks tiefer. Frühstück im Restaurant. Sarah Reinhardt ist gelernte Hotelfachfrau. Arbeitet erst seit 4 Wochen auf dem Kreuzfahrer. Freunde und Familie bei Lübeck. Man vermisst sie schon, aber man hat gar nicht so viel Zeit zu vermissen, weil man einfach ja auch viel arbeitet und ja, hier in einer ganz anderen Welt ist. Ja. Und natürlich um die Welt fährt und ja, viele Sachen sieht. Sehr junge Crew, ja. Also viele arbeiten zwar auch schon seit 10 Jahren hier, aber es sind trotzdem alles junge Menschen, die hier arbeiten. Oder viele junge Menschen, ja. Es ist eigentlich sehr interessant, weil wir sehr viele Nationalitäten haben und jeder hat eine andere Geschichte zu erzählen. Und jeder bringt irgendwie so seine Sachen mit rein und das ist schon sehr interessant, ja. Also es bringt Spaß, ja. Sehr viel Temperament hier. Liegeplatz des schwimmenden 5-Sterne-Hotels, direkt an der Promenade Lange Linie, mitten im Zentrum der dänischen Hauptstadt. Während sich Kreuzfahrtmanagerin Devi noch um die Busse für den Landausflug kümmert, nutzt die Besatzung die Ruhe an Bord. Hausdame Julia kommt aus der Ukraine. Sie macht sich Sorgen um ihre Eltern, die nicht weit weg wohnen vom aktuellen Kriegsschauplatz. It's a little bit difficult because you know the situation of Ukraine. Es ist schwierig für mich, aber immerhin habe ich Arbeit. Es ist schön hier zu sein. Unser Team ist wirklich wie eine Familie. Wir unterstützen uns alle. Die Crewmitglieder kommen aus 14 verschiedenen Nationen, allein im Maschinenraum aus 4 Ländern. Good morning, gentlemen. Like usual, the paper is full. Chief Uwe Lange kommt aus Berlin, sein zweiter Ingenieur aus Russland, sein dritter aus der Ukraine. The insect killers, yeah? That means we need some sockets, yeah? Sein Team kümmert sich um Strom, Frischwasser, Heizung, Kühlung, Abwasser und das 24 Stunden am Tag. Man ist ein Team, ja, weil wir ja auch hier, sagen wir so, in unserer eigenen Welt leben. Ja. Wir sind so autark, ja. Wir können nicht weg, also müssen wir uns arrangieren. Der Lastenaufzug von Kühlraum und Küche ins Restaurant ist defekt. Nikita aus Russland und Soran aus Serbien müssen ihn schnell wieder in Gang bringen, möglichst vor dem Abendessen. Arbeitssprache Russisch. Wir arbeiten gut zusammen, helfen uns, lernen uns immer besser kennen. Der Teamgeist ist gut. Letzter Crewwechsel war vor 2 Tagen, zu Beginn der 9-tägigen Reise im August 2022. In Kiel erwartet Kreuzfahrtdirektorin Devi 100 Passagiere. Ich bin Peter Gerhardt. Herzlich willkommen. Danke, ich freue mich sehr mit Ihnen und ich freue mich, auf dem Kahn zu sein. Ich bin hier geboren, ich bin eine richtige Kieler Sprotte und ich bin nach langen, langen Jahren mit diesem wunderbaren Schiff jetzt wieder hier. Das ist schon was ganz Besonderes, das und das. Unten am Kai checken die Kreuzfahrtpassagiere auf der neuen Sea Cloud Spirit ein. Oben
Auf dem Dach eines alten Speichers erinnern sich ein Historiker, ein Segelmacher und ein Werftexperte an die erste Sea Cloud, made in Kiel. Was den Spirit des Schiffs angeht, finde ich, ist das total irre gut getroffen alles. Ja. Also auch mit diesen Naturholzaufbauten und auch diese Form, das ist ja ähnlich von der Original Sea Cloud. Ne? Und die Masten, die waren ja auch noch länger von der alten Sea Cloud. Ne? Also wie gesagt, vier Masten und dann auch noch deutlich höher. Okay. Das will man ja raufstellen. Das muss ja riesig sein. Direkt gegenüber, auf der damaligen Germania-Werft von Krupp, wurde 1930 der Vorläufer gebaut. Ein Viermaster als schwimmendes Luxusdomizil für einen amerikanischen Multimillionär. Dann genau der Luxus in einer Zeit, wo es eigentlich schon die ganzen Arbeiter und der Stadt Kiel extrem wirtschaftlich schlecht ging. Ja, man muss ja auch sagen, dass die Krupp-Werft einige Erfahrungen im Yachtbau hatte. Man denke mal, wie viel Meteors und Germanias sie für Kaiser und Krupp schon gebaut hatte. Stimmt. Das war ja kein Neuland für sie. Okay, die waren ein bisschen kleiner, aber sie hatten eben die Erfahrung im Bau von Luxussegeljachten. Ja. Da war Krupp schon eine Hausnummer. Aus Kiel kommen in den 20ern 6 große Frachtsegler und 20 Motorjachten. Für orientalische Herrscher und Multimillionäre, unter anderem Vanderbilt und Astor. Es waren halt hauptsächlich die Amerikaner, die das Geld hatten und dann das umsetzen wollten und zeigen wollten, Mensch, ich habe eine Yacht, und dann kam der Nächste und dann kam wieder der Nächste. Das ist so wie heute auch, ich habe eine Yacht, dann muss ich auch eine haben. Eine 110 Meter lange Viermastbark, die größte und luxuriöseste Privatjacht der Welt, gebaut mitten in der Weltwirtschaftskrise in Kiel. Das ist eigentlich eine ziemlich paradoxe Situation, dass die unter Lohndumping litten, dass die Löhne gesenkt wurden, sie aber gleichzeitig ein Schiff für einen Milliardär baute mit Carrara, Marmor mit goldenen Wasserhähnen. Und auf der anderen Seite wussten, wenn nicht weitere Aufträge reinkommen, werden wir bald von staatlicher Unterstützung von Arbeitslosengeld leben. April 31, Stapellauf. Kiel zählt 20.000 Arbeitslose, 20% aller Erwerbstätigen. Die Germania-Werft entlässt immer mehr Mitarbeiter, senkt die Löhne. Krupp schreibt ja selber Ende 1932, es gibt keine Neubauten mehr, der Schiffbau liegt am Boden, der Tiefpunkt ist erreicht. Also die Husser war noch mal ein kleiner Lichtblick für einen begrenzten Zeitraum in einer sehr, sehr schwierigen Zeit, wo die Weltwirtschaftskrise voll auf die Werften in Kiel durchschlug. Ende 32 waren sie bei 1200 Beschäftigten, also 2/3 weniger als bei Auftragsannahme 1930. Da sieht man, wie schnell das Personal abgebaut wurde, als die Aufträge für Neubauten ausblieben. Die Hussar wird später in Sea Cloud umbenannt, fährt heute noch als Kreuzfahrer für die Hamburger Reederei. Die Spirit, die dritte Sea Cloud, startet heute von Kiel aus einen Turn über Kopenhagen und Sylt nach Hamburg. Lotse und Lotsenanwärter kommen direkt vor dem Auslaufen an Bord. Hello, Mr. Pilot. Welcome on board. Nice to meet you. Hello, Captain. Welcome on board. Kapitän ist seit 4 Monaten Vukota Stojanovic. We have 2 engines, 2 propellers. Wir haben 2 Antriebsmaschinen und 2 Schrauben, die sehr nah beieinander sind. Dazwischen nur ein Ruderblatt. Das hat keinen besonders starken Effekt. There is no really strong effect when the engines are twist. Der 138 Meter lange Dreimaster ist träge, schwer zu manövrieren im engen Hafen. Wir haben vorne diesen Bugspriet beim Segelschiff. Da muss man aufpassen, dass man jetzt nicht beim Drehen hier die ganze Pier abräumt, weil der sehr weit übersteht und einen großen Überhang hat. Wir müssen also aufpassen, dass wir hier nirgends gegendengeln und alles abräumen. Is this now your first visit here in Kiel? No, it's a 4th one before we've been on another berth for ages now. Okay. Auf Schlepperhilfe haben Kapitän und Reederei verzichtet. Stand by for stay sail. Die Starksegel können auf Knopfdruck mit Winden gesetzt werden. Der Kapitän will den Großsegler von seiner besten Seite präsentieren beim Auslaufen aus der vielbefahrenen Kieler Förde. Die Cap San Diego von der Sea Cloud Spirit. Sea Cloud Spirit, also für Kap San Diego. Ja, moin, mein Lieber. Wo wollt ihr hin? Da, wo du gelegen hast. Okidoki, dann machen wir wieder rot-rot. Direkt vor dem Windjammer der Museumsfrachter Kap San Diego und ein Kreuzfahrer mit 5000 Passagieren. Wir haben jetzt hier so eine Art Passagierschiff-Ballett. Viele große Schiffe, die jetzt zeitgleich alle los wollen. Ja, die waren schneller, ganz einfach.
und haben auch einen ziemlich toughen Fahrplan. Mindestens zwei volle Tage unter Segeln, verspricht der Katalog. Der Kieler Kapitän Uwe Schneidewind hat die neuntägige Reise für die Reederei geplant. Er war früher Offizier auf der Gorch Fock. Morgen wird ein super Tag werden. Wir haben einen gesunden Nordwest. Ja? Den ganzen Tag können wir auf See bleiben. Alle Stark- und Klüversegel sind jetzt gesetzt. Auch wenn beim Auslaufen aus der Förde nur eine schwache Brise weht. Heimatgefühle für Devi. Mit 24 hat sie Kiel verlassen und lebt seit 30 Jahren auf den Philippinen. Alle an Bord, alle sicher, das ist das Wichtigste für mich. Es gab ein paar kleine Verzögerungen, die haben wir aber ganz gut gemanagt. Wir waren auch in der Abfahrtszeit, sonst habe ich ja Probleme mit Kapitänen. Ne? Und dann kann ich auch langsam etwas entspannen. Ja, da kommen schon Kindheitserinnerungen. Jetzt fahren wir gerade hier an La Boe vorbei. Also in der Förde bin ich natürlich fast aufgewachsen im Sommer. Da waren wir immer hier draußen. Ist schon ein ganz schönes Gefühl. Aber ich bin auch froh, dass wir weiter segeln. Das Weiterfahren ist für mich auch wichtig. Westwind, Stärke 3. Nur eine schwache Brise. Viele Segler und Sportboote sind dicht an uns rangekommen, weil wir so attraktiv sind. Es gibt viele Herausforderungen. Der Wind, die Segel, Kapitän von einem so schönen Schiff zu sein, ist eine große Freude. Mittlerweile Tag 4 auf See, nördlich von Kopenhagen. Immer früh um 8 hat das Bordhospital eine halbe Stunde lang geöffnet. Hallo. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Darf ich eintreten? Ich glaube, mir ist ein bisschen Sonnencreme ins Auge gekommen und Das hat sich wohl entzündet. Das ist sicherlich eine Entzündung der Talgdrüsen. Man nennt das im Volksmund Gerstenkorn. Dann gebe ich ihm mal etwas dafür. Eine Salbe. Thomas Dorsel ist Facharzt für innere Medizin. Seit 3 Jahren im Ruhestand, hat zum 5. Mal auf dem Segelkreuzfahrer angeheuert. Morgens und abends vielleicht. Sie merken dann selbst die Besserung. Zweimal am Tag. Perfekt. So, tschüss. Dankeschön. Vor 2 Tagen beim Beladen in Kiel hat sich ein Crewmitglied die Hand schwer geprellt. Notfallrucksack, Halskrause, EKG, Defibrillator, Ultraschallgerät. Alles vorhanden. Ich hatte einmal den Bäcker, der auf der alten Sea Cloud die Treppe runtergerutscht ist und dadurch den Rücken sich geprellt hat. Oder der Koch, der sich verbrüht hatte. Das sind dann Sachen, wo man schon gefordert ist. Oder der Maschinist, der nachts was ins Auge gekriegt hat, wo man dann das Auge spülen muss oder versuchen muss, das rauszukriegen. Und die Mannschaft ist sicherlich im Vordergrund stehend, weil der Schiffsarzt ist ja auch deren Hausarzt primär. Die können nicht einfach sagen, ich gehe mal von Bord. Man ist immer froh, wenn nichts Schlimmes da ist. Ja, Louis, Dexter, come to. Insofern, come to me. Festes Schuhwerk ist angebracht. Nächster Patient, das Crewmitglied mit der geprellten Hand. 3 Decks höher, Julia Zeisler und Fabian Kopp räumen die Lido-Bar ein. War mega schön, das war das 2. Mal, dass wir jetzt zusammen draußen sind. Ich finde das voll an. Wie lange seid ihr jetzt am Bad? Über 4 Monate. Ja, und dann gibst du mir als erstes die. Die beiden Österreicher haben sich an Bord kennengelernt. Very good. Also, es ist halt irrsinnig interessant, weil du halt eben so viele Menschen kennenlernst. Und du lernst Menschen in einer irrsinnig kurzen Zeit sehr, sehr intensiv kennen. Weil du halt den ganzen Tag aufeinander pickst. Ja. Zwangsläufig. Ist so. Also man kann nicht wirklich Probleme haben mit Leuten, beziehungsweise man kann schon und sollte nicht. Weil dann hast du ein wirklich großes Problem. Ja, wirklich.
Du kannst dem halt nicht aus dem Weg gehen. So lernt man halt wirklich, wirklich schnell richtig zu kommunizieren, weil Stress halt echt das Letzte ist, was man da irgendwie braucht oder sich leisten kann quasi. Ja. Deswegen läuft das Ganze immer sehr harmonisch ab, weil jeder halt direkt anspricht, was ein Problem ist, wenn man sich. Freie Tage gibt es nicht, nur kurzen Landgang, wie in Kopenhagen. Sarah ist jetzt an Bord seit einem Monat und ich seit 5 Wochen. Und gestern war das erste Mal, dass wir gemeinsam draußen waren. Also es kommt ein bisschen zu selten vor, aber dafür genießen wir es dann umso mehr, wenn es soweit ist. Übermorgen wird die Crew als Shanty-Chor auftreten. You gonna sing? I will come. Yeah, exactly. So you're coming. Yeah. You're singing. Yes. Auch Desaili. Es ist schon Crew-Highlight der Reise, ja. Also es macht einfach irrsinnig viel Spaß, wenn man dann, weil man sieht sich irrsinnig selten teilweise, gerade so mit der Deck-Crew, weil das Schiff doch recht groß ist. Noch weniger Wind als an den Vortagen, nur ein leiser Luftzug. Per Motor geht es vorbei an Helsingør und Schloss Kronborg Richtung Aalborg. Nachmittags werden trotzdem noch einmal alle Segel gesetzt, außerplanmäßig. Die Reise kostet schließlich 600 Euro pro Tag in der günstigsten Kabine. Man ist ja mittendrin in dieser Welt. Man sieht die Matrosen bei der Arbeit, man sieht, wie sie aufsteigen müssen und aufentern müssen. Es ist unglaublich, was da geleistet wird und wie abgestimmt das auch alles abläuft. Im Kattegat. Zwischen Dänemark und Schweden. 20 Grad Lufttemperatur. Es weht eine leichte Brise. Zeit für die Attraktion des Tages. No problem. We are ready for the first bunch. Ready? Okay. Okay. We are ready. Okay. Thank you. 8, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Erstmal. 8 Passagiere pro Schlauchboot bei der Fotosafari. Okay. Hier? Oh. So, genau. Festhalten, ab geht's. Oh. Ach, you're good in time. Wenn ich jedes Mal 1000 Fotos machen, habe ich schon, aber es ist immer wieder toll und immer wieder neues Licht, gell? Filmstudent Sebastian Ganschow macht mit seiner Familie aus Hamburg Urlaub an Bord. Festhalten bitte, genau. Wir müssen jetzt an die Gangway. Jetzt das Leben auf der See bin ich jetzt nicht so neidisch drum, hier so nonstop. Ich finde das faszinierend auf jeden Fall. Ich habe mich von Fabian kurz unterhalten, der erzählt hat, wie das so ist und wie der da so zukommt. Das finde ich natürlich schon irgendwie, also auch ein spezieller Lebensstil. Aber wir haben vorhin darüber geredet, wie es zur Filmarbeit und dazu auch so dieses Crew-Zusammenleben und die Arbeitszeiten den ein oder anderen, die ein oder andere Ähnlichkeit gibt. Überwältigen kann ich nur wieder sagen. Das war hervorragend. Das Wetter, das Wasser, die Luft, das Klima, die Stimmung, die Temperatur, es passte einfach alles. Und ich habe, ich weiß nicht, 30, 40 Fotos gemacht von allen Seiten des Schiffs aufgenommen. Segelkreuzfahrer dieser Größe fahren weltweit nur ein Dutzend. Darunter auch die erste Sea Cloud. 1931 in Kiel als Hussar vom Stapel gelaufen. Die Segel kommen damals ebenfalls aus Kiel. So, Steuerbordseite, UV-Schutz, grau.
Ich zieh mal runter. Schon 1897 wurde die Segelmacherei gegründet und fertigt noch heute alles für Freizeitskipper. Wir versuchen natürlich auch, diesen alten Spruch von früher, die 100-jährigen Segel sozusagen, weiter immer aufrechtzuerhalten. Ne? Also möglichst perfekte Qualität zu liefern. Ne? Früher war es eben so, dass von dem alten Schulz damals hieß es immer, der hat die 100-jährigen Segel. Ne? Die gingen nie kaputt. Friedrich Schulz ist selbst noch als Segelmacher auf Windjammern aktiv, bevor er in Kiel Segel für Fischer näht, später für die Rennjacht von Kaiser Wilhelm, für Niobe, Gorch Fock und andere Großsegler. 1931 dann die Krönung, 30 Segel für die Husser. So ein Auftrag in dieser Größe, also ein ganzes Schiff sozusagen zu machen, das ist schon relativ einmalig. Ich meine, damals gab es ja gar nicht mehr so viele Schiffe. Und wenn, dann wurde vielleicht mal irgendwie ein oder zwei Segel ersetzt, so pro Jahr. Die größte Genua, die Uwe Kock und sein Team jemals zusammengenäht haben, war 170 Quadratmeter groß. Die Originalpläne vom alten Schulz berichten von ganz anderen Dimensionen bei der Hussa. Ja, die Faszination ist im Prinzip einfach diese pure Größe, wenn man diese Teile hier so sieht, diese Segel. Das sind fast 200 Quadratmeter, jedes einzelne Teil. Und das musste alles mit der Hand genäht werden. Das war richtig Knochenarbeit. Ne? Da brauchte man nicht nur 10 Leute, da brauchte man einige mehr. Ne? Insgesamt 3300 Quadratmeter, ein halbes Fußballfeld. Und die Räumlichkeiten waren natürlich also bei Weitem nicht ausreichend dafür. Da sind die dann so in die Tanzlokale oder Kegelbahnen dann gegangen. Und so Hasselfelde und Waldwiese haben die sie dann gemietet. War natürlich nicht so schön, weil dann war das besetzt und eben auch sehr, sehr lange. Monatelang wird im großen Kieler Ballhaus nicht getanzt, sondern genäht. Man hat sich da zu helfen gewusst. Ne? Also der alte Schulz ist dann auch über die Lande gefahren, hat überall irgendwelche Segelmacher auch aus Hamburg und sowas rangeholt, die dann alle mit genäht haben. Das war für die natürlich im Grunde der große Zauber, sage ich mal. Ne? So an Bord durften die ja nicht unbedingt. Also die konnten die Segel zwar schon hinbringen, aber dann konnten sie vom Boot unten sozusagen hochgucken. Also der alte Schulz, der durfte ja auch an Bord und so. Der ist ja auch bei der Probefahrt dabei gewesen. Aber für alle anderen war das natürlich ein paar Stufen zu hoch. Ne? Das ist einfach so. Es ist letztendlich ja auch ein Schiff für Millionäre gewesen. Ne? Und da hat man nicht unbedingt so den kleinen Segelmacher an Bord haben wollen. Prinzipiell war es einfach für die natürlich ein Traumauftrag. Und im Grunde war das dann ja auch ein Schulzschiff. Ne? Also das, die hatten dann auch bei sich im Haus dann so ein riesen Wandgemälde sozusagen, die Sea Cloud oder Husser halt eben da an der Wand dran gehabt. Also ich denke mal, damit haben die schon gut Geld verdient. Ne? Ein Großauftrag, bezahlt in US-Dollar. Die Auftraggeber sind hochzufrieden. 6 Jahre später kommen sie zurück an die Förde, lassen noch einmal einen Satz Segel anfertigen für den Windjammer, der mittlerweile Sea Cloud heißt und zum Logo der Kieler Firma wird. Die neue Sea Cloud Spirit hatte ihre Jungfernfahrt im September 2021. Ganz oben im Großmast heute eine wichtige Spezialaufgabe, die 3,50 Meter lange Top-Lichthalterung umklappen. Kurz vor Aalborg müssen sie 2 Stromleitungen passieren. Noch weiß der Kapitän nicht genau, wie viel Platz ihm darunter bleibt. The height from the top of the fixed part to the highest position was. Aber das Stahlrohr kann nicht vollständig runtergeklappt werden. Schon vor Einfahrt in den Limfjord ist ein Lotse an Bord gekommen. Der Großsegler ist mit 59,80 Meter Höhe das größte Schiff, das jemals Aalborg angelaufen hat. Der Kapitän steuert dorthin, wo die Stromleitungen am höchsten hängen, an den äußersten Rand des Fahrwassers. Da fehlt nicht mehr viel.
Aber wir schaffen es wohl. Ein bisschen knapp sieht es aus. War wohl richtig, dass oben die Antenne abmontiert wurde. Ja. Das war sehr aufregend, weil der Lotse ganz andere Informationen zur Durchfahrtshöhe hatte als wir. Er fühlte sich nicht so wohl. And then he was not feeling so well. Aalborg. Zeit für einen Hotdog hat die Besatzung nur ganz kurz. Dann heißt es wieder Arbeiten am Schiff. Abends soll der Shanty-Chor der Crew auftreten. Vorher proben Desailly, Sarah und die anderen. Bordsprache Englisch. The funniest thing is that I'm starting to speak. Ja, just for the sake of fun. Ehrlich gesagt kenne ich gar keinen von den Songs. Nicht so wirklich. Also ich lasse es einfach auf mich zukommen. Erstes Mal. Ja, ich bin auch ganz aufgeregt. Du machst das schon. Ich mach das schon. Julia und Fabian haben bis eben noch an der Bar gearbeitet. Ich weiß es nicht. Renn einfach mal runter Richtung Rezi. Ist das mein? Hast du die S-Anzogen? Ich glaube, sie sind klar. Ja, dann nimm die, komm her. Du kannst mir nicht die M geben. Ja, ich will da nichts nach mir raus. Crew-Leben ist halt, ja, was ganz Besonderes. Also, du schließt in diesen 6 oder 9 Monaten, die du hier an Bord bist, einfach so enge Freundschaften, so wie mit Julia und mir. Wir haben uns vielleicht in unserem Leben effektiv 3-4 Monate gesehen. Das fühlt sich an, als würden wir uns schon immer kennen. Also, das ist einfach was so Schönes. Und das ist einfach toll, ne? An Bord muss man ein Team sein. Alles andere ergibt keinen Sinn. It's not half a sense. I really believe that friendship and teamwork is something that is defining us as a sailors. Freundschaft und Teamarbeit machen uns Segler aus. Wir müssen ein Team sein. Ja, genau. Absolut. Und es macht einfach Spaß. Und die Gäste sind immer ziemlich begeistert. So, meine Damen und Herren, jetzt geht's los. Ich darf um Ihre Aufmerksamkeit bitten für unseren Sea Cloud Spirit Shanty Chor. What shall we do with a drunken sailor? What shall we do with a drunken sailor? Großen Applaus fürs Deck noch einmal, bitte. Den Übergang von der Ostsee zur Nordsee bei Skagen bemerkt an diesem Abend fast niemand. Die See ist ungewöhnlich ruhig. Tag 6. Die Reiseplanung hat auf dem Weg nach Sylt einen weiteren Tag unter Segeln versprochen. Morgens um 8 vor der Nordseeküste Dänemarks, Westwind Stärke 3, eine schwache Brise. Die Deckhands kommen aus Europa, den Philippinen und aller Welt. Einige der Jüngeren studieren Nautik, wollen Offizier oder Kapitän werden. An jedem der 3 Masten arbeiten immer 5 Crewmitglieder gleichzeitig. Thank you.
14 Jahre ist Kailon Rivera auf der alten Sea Cloud gefahren. Auf der neuen Spirit ist er Mastkapitän. Das Interessanteste ist, sein Wissen zu teilen und weiterzugeben. Wenn wir Neulinge an Bord haben, bringen wir ihnen alles bei, zum Beispiel wie die Leinen heißen. So lange, bis sie es wissen. What line is this? What's the name of this line? Until they know. Okay, port side, eastbound line, school line, sit on upper gallant when you're ready. Kailan kommt von den Philippinen. Starboard side, when you're ready, sit on upper gallant. Okay, let's go, bound lines, put in the mark, please. In den Wanden geht er hoch zu den Rahen. Yeah, in the beginning it's quite difficult, like when you are first time. As my experience, yeah, it was scary, but when Am Anfang war es für mich sehr schwierig. Ich hatte Angst. Aber wir tragen immer Sicherheitsgeschirr und haben ein Auffanggerät für den Notfall. Wenn man sich an die Höhe gewöhnt hat, dann geht es. Knoten lösen in fast 60 Meter Höhe an der Großreul. So heißt das oberste Segel am Großmast. Ich freue mich immer, wenn Dinge seemännisch richtig sind und nicht nur Show für einmal fotografieren, das reicht alles wieder runter, sondern dass wir auch mal den ganzen Tag segeln können. Traumhaft. Für die Passagiere gilt, Sicherheitsabstand einhalten. Ich bin immer froh, wenn keine Leute, die das nicht können, hier mitarbeiten. Sondern nur die sich mit Tampen auf dem Kunststoff tampen, sind lebensgefährlich. Die brechen ohne Vorwarnung und die schlagen zurück und erschlagen Menschen. Also das ist viel Risiko hier. Das ist gut, wenn das Leute machen, die da etwas von verstehen. In der dänischen Jammerbucht. Hier gab es früher viele Schiffsstrandungen. Guten Morgen, meine Damen und Herren. Wir haben südwestlichen Wind mit 10 Knoten und wir sind unter vollen Segeln mit 4 Knoten. Wie aus dem Nichts, plötzlich dichter Seenebel. Desaili und ein weiteres Crewmitglied werden als Ausguck eingeteilt, trotz Radar, Satellitennavigation und Schiffsidentifikationssystem. Der August ist der nebelreichste Monat in der Nordsee. Das wissen viele nicht. Und es gibt so Möglichkeiten, dass sie innerhalb von 20 Sekunden nichts mehr sehen. Ganz schnell, ganz schnell. Plötzlich ist die Kim weg und dann ist man hier drin und oben ist blauer Himmel. Das ist aber ganz häufig so, gerade wenn die Luft- und die Wassertemperatur so unterschiedlich sind. Das ist ganz klar, dass dann ist. Aber dies hier haben wir bisher noch nicht hier erlebt, aber sonst öfter schon mal. Nach einer Stunde verschwindet der Seenebel genauso schnell, wie er gekommen ist. We go through the dinner menu. Yeah. As you know, we have certain dietary requirements. Ein Deck tiefer. Hotelmanager René Kronsteiner informiert das Restaurantteam, was Allergiker und Diabetiker über das Dinner wissen müssen. Zurzeit gibt es Nachschubprobleme bei Zucker und Frischfisch.
Hering, Scholle, Kabeljau, alles was Nord- und Ostsee so zu bieten hat, da merkt man schon, dass es schwierig wird, gerade frische Qualitäten ranzubekommen. René will Sylter Krabben anbieten, aber die muss er erst noch organisieren. Der nächste Morgen. Seit 0 Uhr hat er Schicht. Bis früh um 8 der Bordbäcker. 10 Brote, 30 Baguettes, 120 Brötchen. Jeden Tag. Remo Wanger hat lange auf Sylt gearbeitet. Auch wenn man den Tag frisch produziert, geht ein Teil davon immer über den Froster. Damit man immer den nächsten Tag und den nächsten Tag immer was da hat quasi. Ja? Sonst funktioniert das hier nicht auf dem Schiff. Weil wenn der Bäcker fertig ist, ist schon wieder eine andere Person quasi da und will weiterarbeiten. Also das hier 24 Stunden ist eigentlich hier die Küche in Bewegung. Vorteil seiner Arbeitszeiten: anders als viele Kollegen kann der Berliner jeden Landgang mitnehmen. Man kann das quasi den Job nutzen, um die Welt zu sehen, oder? Man hat da schon auch viele Vorteile, oder man kann da viel rausziehen. Heute Nachmittag will er auf jeden Fall an Land gehen, seine alte Heimat Sylt besuchen. Nordwind Stärke 3, Tag 7 auf See. Auf dem Bordprogramm steht ein Vortrag über Sylt. Ins nordfriesische Wattenmeer kommen sie aber nur bei Hochwasser. Für die Wartezeit hat der Kapitän eine Überraschung parat. Good morning, gentlemen. How many degrees? 16 degrees. 16. Yes. Wunderschönen guten Morgen, meine Damen und Herren. Weil das Wetter heute wunderbar ist, hat der Captain entschieden, die Schwimmplattform zu öffnen. Der zweite Offizier und zwei Schlauchboote sorgen für die Sicherheit der Gäste in der abgetrennten Badezone. Ich bin ja jetzt normalerweise österreichische Bergseen gewohnt und da erwarte ich mir jetzt Thermalwasser. Freunde, ich habe gehört, es sind so 16, 17 Grad. Ich denke mal, das wird angenehm straffend. Minuten lang amüsieren sich die Gäste in der kalten Nordsee. Dann geht die Kreuzfahrt weiter. Sie müssen pünktlich vor Sylt sein. Nur bei Hochwasser können sie den Hafen von List überhaupt anlaufen. Im Restaurant ein Gemälde der ersten Sea Cloud. Der Hotelmanager beschäftigt sich seit Jahren mit der bewegten Geschichte der Luxusjacht. Besitzer: US-Multimillionär Edward Hutton, ein Börsenmakler, und seine Frau. Hutton selber war ein begnadeter Segler und Sportangler. Und der hat halt schon 4 Schiffe besessen. Und als die beiden geheiratet haben, hat er seiner Frau dann die Hussa 5 zum Geschenk gemacht. Ne? In Auftrag gegeben, eben in Deutschland. Ein amerikanischer Traum, made in Kiel. Der Auftraggeber gilt als König der Tiefkühlkost, hat ein Jahr vorher die Patente gekauft, lässt 6 Kühlräume für Lebensmittel und andere modernste Technik einbauen. Hutton selber hat Wert darauf gelegt, dass es Schotten gab, das, was damals eigentlich Militärtechnik war,
ein Feuerleitsystem. Das war die erste Privatjacht mit einem komplett ausgestatteten Krankenhaus für drei Menschen, die da drauf wohnen. Also die haben einen Lehrer und sämtliche Bedienstete mitgenommen und die haben tatsächlich an die neun Monate pro Jahr nur auf dem Schiff verbracht. Halt sind herumgefahren überall und haben die Tochter an Bord unterrichtet. Ne? Die konnten Proviant aufnehmen für 2,5 Monate im Schnitt. Ja. Und das waren doch 77 Mann Besatzung plus die Familie hatten und diverse Gäste, die sie an Bord beherbergt haben. Er selber hat das Schiff dann aber so ausstatten lassen, dass er nach wie vor seine Börsenberichte bekam. Also der hat vom Schiff aus gearbeitet. Heute würde man sagen Homeoffice. Die Jungfernfahrt im September 31 führt von Kiel aus zu den Bermudas und weiter zu den Galapagos-Inseln. Im Zweiten Weltkrieg kommt das Schiff zur US Navy. Die Masten werden demontiert. Später gehört es einem Diktator in der Karibik, gerät in Vergessenheit, rostet in Panama vor sich hin. 1978 holen Hamburger und Lübecker Reeder die alte Lady zurück in den Norden. Sie lassen sie unter anderem bei HDW in Kiel wieder auftakeln. Als schwimmendes Grand Hotel wird die Sea Cloud der weltweit erste Kreuzfahrer unter Segeln. 12 Jahre ist Hotelmanager René auf dem alten Viermaster gefahren, hat jetzt auf dem neuen Dreimaster angeheuert. Heute soll die Sea Cloud Spirit zum ersten Mal Sylt anlaufen. Problem, die flache Fahrrinne südlich der Insel Röm. Das Listertief ist sehr aufregend für jeden Kapitän. Das Wasser ist sehr flach, manchmal nur 3,5 Meter. Wir müssen Untiefen meiden und können nur bei Hochwasser passieren. Ein Seenotrettungskreuzer aus dem Listerhafen bringt rechtzeitig vor Hochwasser einen revierkundigen Lotsen. Pflicht ist das nicht. Die navigatorischen Herausforderungen sind hier die engen Kurven einerseits, andererseits die Wassertiefen auf dem Sandbänken. Also kurz hinter der Listertiefanschubungstonne, da ist es flach. Ne, und er könnte bei Niedrigwasser da nicht fahren. Elblotse Uwe Schmidt hat eine Zusatzqualifikation für kleine Nordseehäfen. Nach List eskortiert er höchstens 5 Schiffe pro Jahr. Auf der Brücke dürfen jetzt keine Besucher stören. Der Kapitän muss sich konzentrieren. Das Timing muss stimmen. Genau zur Zeit des höchsten Wasserstandes müssen sie die flachste Stelle passieren. Der Tiefgang von dem Schiff ist, glaube ich, 5,5 Meter. Und wenn da nur noch 6,5 Reserve sind, dann kann es eng werden. Aber wir haben es ja oben damals bei dem Hochspannungsmast bei der Antenne auch geschafft. Für die Besatzung endlich mal Zeit für eine Pause. Erst zum Ankermanöver müssen sie wieder ran. Direkt am Lister Ellenbogen, die schärfste Kurve. Um fast 90 Grad muss der träge Segler hier drehen. Alles in Ordnung? War flach, aber tief genug. Ja, optimales Timing, optimales Wetter. Besser geht das. Wegen seines großen Tiefgangs kommt der Windjammer nicht in den Hafen von List, muss vor der Insel ankern, auf Reede. Gewundert über seine Trägheit. Also das musste ich natürlich auch erstmal erfahren, ne? Wenn ich jetzt hier um die scharfen Kurven wollte da hinten, dann habe ich dann mit Backbord 10 oder Steuerbord 10 angefangen und das war nicht genug. Man musste dann schon einen einschenken, sozusagen, wie wir sagen. Der Großsegler ankert im Königshafen. An Land in List eine Welcome Party.
Einheimische und Inselgäste sollen Luxuskreuzfahrten buchen. Für die Schiffspassagiere gibt es ein regelmäßiges Shuttle-Taxi per Tenderboot. Moin, herzlich willkommen auf Sylt. Der Sylter Sommelier Nils Lackner arbeitet seit 3 Jahren immer mal wieder für die Hamburger Reederei. So, 150 Sylter Royal Austern, frisch von der Austernfarm, jetzt eben gerade geholt. Hier noch schön kühl und nass. Ja, ich gehe ein paar Tagen an Bord und fahre bis Lissabon. Also schon nett, dass die hier zu mir kommen, um mich abzuholen. Schon super. Moin. Der Sylter hat zuletzt vor 2 Monaten an Bord gearbeitet, kennt Barkeeper Fabian und viele Stammgäste. Natürlich kennt man sich. Wir waren auf Malta zusammen, Sizilien zusammen, Palma zusammen, Kanaren zusammen, Madeira zusammen. Und jetzt Sylt zusammen. Sardinien. Ja, das ist einfach geil. Und jetzt fahren wir bald nach Lissabon zusammen. Genau. Hier, erste Glas ist für dich. Oh, danke. Schön, hier den schönen Sylter Sommerwein? Ja. Ja. 2 bitte? Ja, aber gerne. Ach, ich freue mich, dass du hier bist. Ja, danke. Geil, endlich, mal wieder, endlich mal wieder mit Profis arbeiten. Ja, danke schön. Bitte 2. Ohne, also beide ohne Chef. Ich weiß, natürlich, ich kenne sie doch. Wir waren aber auf dem Kanal schon per Du, ne? Also können wir auch weitermachen. Ich heiße immer noch Nils mit Vorname. Cocktail Hour mit Sylter Austern. Danach noch ein Landausflug zu einer Kunstausstellung in List. Das Shuttle-Taxi fährt bis 23 Uhr. Reisetag 8. Der Königshafen im Wattenmeer. Einen schönen guten Morgen, meine Damen und Herren, in List auf Sylt an der Reede. Ich darf die Gäste bitten, sich langsam runter an die Gangway zu begeben, damit wir in die Tender steigen können, die uns drüben dann an Land bringen. Da mache ich nämlich, wenn die einsteigen, hier gleich die Checkliste, ne? Besser als im Boot selber. Die Shuttle-Taxis fahren jetzt im Halbstundentakt. Ready for the next adventure? 20 Grad Lufttemperatur schon früh um 8. Kreuzfahrtdirektorin Devi aus Kiel begleitet den Landausflug. Ready to board? Ready. Okay. So, jetzt können Sie bitte kommen. Die 85 Besatzungsmitglieder haben Zeitverträge von 4 bis 6 Monaten. Das ist so üblich in der Kreuzfahrtbranche. Wenn du ein Stück rutscht, nee, zur anderen Seite, dann kann ich hier drüber steigen. Devi ist seit 20 Jahren Kreuzfahrtdirektorin. Die Zusage für diesen Job hat sie erst 3 Tage vor Abfahrt bekommen. Es gibt längerfristige feste Verträge und dann gibt es freie Verträge. Ich bin eher in so einem freien Rahmen. Ich bin nicht so ein Sicherheitsmensch, brauche ich nicht unbedingt. Ich brauche eher Freiheit und deswegen passt das für mich optimal. An Bord des Tenderbootes ist auch ein Paar aus Australien. Das hat nach einer Ostseekreuzfahrt kurz entschlossen auch noch die Anschlussreise gebucht. Von Kiel nach Hamburg. Wir wussten nicht, dass Sylt überhaupt existiert. Die deutsche Riviera. Was wir bisher gesehen haben, ist wunderschön. Vom Lister Hafen aus geht es heute früh auf kulinarische Inselrundfahrt. Ja, habe ich schon. Da ist auch noch ein Platz bei Maximilian. Komm mal hier rüber. Ja, genau. Dann setzt einer sich bei bitte mal Maximilian daneben, dass wir die Plätze füllen, damit wir wissen, wie. Einfach auffüllen, außer der Bank hier. Setzt euch dazu einfach. Hinten ist ja auch noch frei. René sucht noch frische, heimische Produkte fürs Bordessen. Krabben vielleicht, die wir dann mittags aufs Buffet machen können. Und, oder ich glaube, da gibt es eine Gourmet-Tour bei einer Pasta-Manufaktur. Vielleicht kriegen wir da irgendwas, also dass wir fündig werden. Der Hotelchef geht los auf Einkaufstour.
Nach 5 Stunden ist die kulinarische Inselrundfahrt beendet. Die Passagiere fahren mit dem Shuttle-Taxi zurück an Bord. Mit 4 Kilo Sylter Krabben geht's jetzt durchs Wattenmeer Richtung Hamburg. An 4 von 9 Tagen sind sie mit dem Windjammer gesegelt. Jetzt steht rein Schiff an. Auch Chief Uwe Lange ist zufrieden. Unter Segeln konnte er Diesel einsparen. Wir haben den Wind ja relativ günstig gehabt, ja. Und dann liegen wir ungefähr bei einem Tagesverbrauch zwischen 3 und 4 Tonnen, ja, wenn wir die Segel setzen. Das macht sich schon bemerkbar, im Gegensatz von 7 bis 8 Tonnen. Ja. Bei Helgoland liegen 30 Containerschiffe vor Anker im August 2022, warten auf Abfertigung im Hamburger Hafen. Der 9. Tag, lange vor Sonnenaufgang. Wedel kurz vor Hamburg. Das Frühaufsteherbuffet ist noch nicht einmal aufgedeckt. Hier ist ja Willkommenhöft. Hier werden ja die Schiffe begrüßt. Da, 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 da. Steuermann, halt die Wacht. Aber heute schlafen sie alle noch, so früh. Von Hamburg aus geht es für die Crew ohne Pause direkt weiter. Auf große Fahrt mit 7-Tage-Woche. Mittelmeer, Kanaren, über den Atlantik Richtung Karibik. Auch für Sarah, die erst in 4 Monaten wieder von Bord geht. Also ich habe schon viel dazugelernt, aber auch schon viele neue, sehr nette Leute kennengelernt. Worauf freue ich mich jetzt am meisten? Auf die Karibik eigentlich. Und dass es jetzt immer weitergeht und dass wir immer neue Häfen anfahren, ja, darauf freue ich mich am meisten. In Hamburg ist Passagierwechsel. Devi bleibt noch bis Lissabon. Es ist immer einer der bisschen stressigeren Tage des Ausschiffen und Einschiffen. Gäste, die man lieb gewonnen hat und sich daran gewöhnt hat, gehen und neue kommen. Und das ist dann immer wieder ein neuer Beginn. Ne? Aber ist fein, ist fein. Beim letzten Mal konnten sie auf der Elbe noch Segel setzen. Dafür reicht der Wind heute nicht. Ich bin skeptisch aufs Schiff gestiegen. Mein Hauptmotiv war, mit der Familie zusammen zu sein, weil wir gemacht haben. Und ich bin ein begeisterter Windjammersegler. Das kommt auch daher, wir haben 30% gesegelt. Volle Segeln, ohne Motorkraft, fantastisch. Und die Stimmung an Bord, Passagiere, Mannschaft, einmalig. Für die 100 Passagiere ist die Kreuzfahrt unter weißen Segeln in Hamburg zu Ende. Für die 85 Besatzungsmitglieder aus aller Welt geht die Arbeit auf dem Windjammer weiter.